Moin, mein Name ist Uli König und ich möchte euch heute aus dem Petitionsausschuss berichten. Wir haben im Sommer von dem Petenten Heiko Schlüter eine Massenpetition bekommen. Er hat in Glückstadt für den Erhalt des Bahnhaltes der Marschbahn, die von der NOB betrieben wird, 6.000 Unterschriften gesammelt und hat damit das Quorum von 2.000 Unterschriften für eine Anhörung im Petitionsausschuss erreicht. Das hat er unter anderem mit der Hilfe von unserem sehr aktiven Glückstädter Piraten Siegfried Hansen geschafft. Vielen Dank an der Stelle, Sigi. Worum geht es? Der Landtag hat die Strecke vom Netz West neu ausgeschrieben und hierbei sollte der Halt der Marschbahn, also der NOB, wegfallen. Das entspricht etwa 30% der Halte und das betrifft vor allem die Pendler, die von Glückstadt nach Hamburg-Altona wollen. Was möchte man in Hamburg-Altona, fragt sich jetzt der Kieler vielleicht. Ganz einfach, wenn man nach Altona fährt, kommt man von dort aus sehr gut weiter zum Hamburger Hafen, wenn man im Hafen arbeitet. Sehr viele Arbeitsplätze sind im Hafen oder im Hamburger Westen. Und auch zu Airbus, wo auch sehr viele Arbeitsplätze sind. Das heißt, wenn man nicht in der komfortablen Situation ist, dass man in Hamburg eine gute und bezahlbare Wohnung gefunden hat, dann kann man rausziehen nach Glückstadt und dann von dort nach Hamburg, zu Airbus oder in den Hafen oder in den Hamburger Westen komfortabel reinpendeln. Mit dem Wegfall dieser Bahnverbindung muss man umsteigen, die Fahrzeit verlängert sich deutlich und das Pendeln aus Glückstadt wird unattraktiv. Glückstadt hat in den letzten Jahren sehr viele Arbeitsplätze verloren. Ich glaube, der Bürgermeister hat heute was von 2.500 Arbeitsplätzen in 10 Jahren erzählt, was für eine Stadt mit 12.000 Einwohnern doch sehr viel ist. Im Moment versucht sich Glückstadt als Wohnort vor Hamburg aufzustellen und da ist natürlich der Wegfall von einer so wichtigen Verbindung von einer Bahnverbindung von Glückstadt nach Hamburg-Altona ein großes Problem. Wir haben heute dem Petenten die Möglichkeit gegeben, gegenüber dem Petitionsausschuss seine Sicht der Dinge darzustellen. Anwesend war auch der Staatssekretär Nägele, Herr Webers von der LVS und Herr Thiele von der Vereinigung Pro Bahn, außerdem Vertreter aus dem kommunalen Politik von Glückstadt, unter anderem auch der Bürgermeister. Diese haben auch dazu Stellung genommen. Bei dieser Anhörung sind einige durchaus interessante Fakten zum Bahnnetz in Schleswig-Holstein rausgekommen. Zum Beispiel, dass es ein unglaubliches Nadelöhr im Bahnverkehr zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt, dass dort die Züge sehr eng an eng fahren und dass das ein Riesenproblem in der Flexibilität für den Bahnverkehr ist. Also da passt fast nichts mehr auf die Schiene. Man sollte mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht noch ein Gleis mehr hinbauen könnte. Allerdings ist das aktuell ja kein Thema. Bahnstrecken bauen dauert sehr lange wegen Planfeststellungsverfahren. Ein weiteres Problem, was sich für mich herausgestellt hat, ist, dass das Eisenbahnbundesamt doch sehr träge ist. Es ist zum Beispiel nicht möglich, innerhalb von kurzer Zeit eine neue Lokomotive zuzulassen oder mal eben einen Umbau eines Bahnhofs vorzunehmen. Da sind sehr viele Genehmigungen notwendig. Das macht nicht nur im Bahnverkehr Probleme, sondern auch zum Beispiel beim Breitbandausbau. Hier bekommt man zum Beispiel, wenn man eine Eisenbahntrasse queren soll, meistens keine Genehmigung unter einem Jahr Bearbeitungszeit, was schon in der heutigen Zeit ganz schön lang ist. Was den Bahnhalt angeht, werden wir uns dafür einsetzen, dass das technisch Machbare für den Bahnhalt in Glückstadt auch umgesetzt wird. Wir haben einen entsprechenden Antrag bereits im April ins Plenum eingereicht, der wurde leider abgelehnt. Ich hoffe, dass es vielleicht möglich ist, über den Petitionsausschuss hier noch etwas zu bewirken. Allerdings haben wir leider nur eine Stimme von 13 Mitgliedern im Petitionsausschuss. Das heißt, es ist knapp an der Mehrheit vorbei. Wir müssen also ganz klassisch mit den anderen Fraktionen reden und sie überzeugen. Ein Problem bei der Ausschreibung des Bahnhaltes ist, dass offenbar die Nordbahn es geschafft hat, in diese Ausschreibungsunterlagen sich einen exklusiven Halt in Glückstadt reinzuschreiben. Das ist ein Riesenproblem, weil dadurch, dass das da jetzt drin steht, ist es ja ohne die Zustimmung der Nordbahn eigentlich nicht mehr möglich, diesen Halt wegzubekommen.
Der einzige Weg wäre ihr im Prinzip dieses Recht der Exklusivität abzukaufen und wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, lässt sich so ein Unternehmen sowas dann durchaus vergolden. Das heißt, es kostet richtig viel Asche, diesen Halt wieder einzuführen, was ich sehr schade finde. Das zeigt ein Problem, was allgemein bei so einem Planungsrecht besteht. Planungen werden meistens hinter verschlossenen Türen unter Geheimhaltung und Ähnlichem nicht öffentlich gemacht. Das Problem an dieser Geheimhaltung ist, dass man erst sehr spät Einfluss nehmen kann, also sprich, wenn das im Landtag landet. Und im Landtag sitzen keine Experten für Bahn, sondern wir als Landtagsabgeordnete müssen uns in allem so ein bisschen auskennen. An dieser Stelle zeigt sich wieder das Problem mit den Planungsunterlagen. Also sprich, die Planungsunterlagen sind ja am Anfang nur im ganz kleinen Kreis zugänglich, nicht öffentlich unter Verschluss wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und so weiter und so fort. Wir Piraten fordern ja, diese Unterlagen so weit wie möglich offen zu legen, damit der Bürger eine Möglichkeit hat, diese einzusehen und dass man nicht dieses Problem aus per Anhalter durch die Galaxis hat. Ein ähnliches Problem stellt sich hier auch. Also sprich, die Unterlagen sind im Ministerium unter Verschluss, da kommt man nicht rein. Es gibt dann einen Punkt, wo sie dann öffentlich werden, zumindest zum gewissen Teil. Das ist, wenn der Landtag darüber beschließt. Sie werden aber auch nicht komplett öffentlich, sondern vor allem der Landtag hat da Einsichtsrecht. Und der Landtag mit den Fraktionen und den Abgeordneten hat nicht die Möglichkeit, diese Unterlagen so dezidiert zu prüfen, wie das eigentlich nötig wäre. Man muss sich das überlegen. Das sind unendlich viele Leitsordner voll mit Papier, wo irgendwas drinsteht. Und in diesem Fall stand halt irgendwo drin, die Nordbahn hat ein exklusives Halterecht. Und das hat der Landtag nicht gemerkt. Und die Bürger hatten keine Möglichkeit, dies rauszufinden, weil sie keinen Zugriff auf die Informationen hatten. Und wenn der Landtag dann beschlossen hat, dann ist relativ wenig zu machen und guter Rat teuer. Wir möchten gerne, dass der Landtag und das Ministerium alles technisch Machbare prüft, um diesen Bahnhalt in Glückstadt zu erhalten, damit die Pendler von Glückstadt nach Altona ohne große Umsteigezeiten und ohne Verzögerung kommen und dass die Attraktivität von Glückstadt erhalten bleibt. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass bei der Anhörung heute der Minister Meyer nicht da war. Er meinte, dass die Kabinettssitzung wichtiger ist als eine Sitzung von dem Petitionsausschuss mit 6000 Petenten, die diese Petition stützen. Dafür hat ihn der Staatssekretär vertreten. Ich hätte den Minister zitiert. Das Problem ist, dass die CDU hier leider nicht mitgespielt hat, was sehr schade ist. Ich bin gespannt, was aus dieser Petition wird. Wir werden das voraussichtlich am 17. Dezember beraten. Ob es an diesem Datum abschließend behandelt wird, kann ich noch nicht sagen. Eventuell holen wir auch noch weitere Stellungnahmen ein. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Petitionswesen funktioniert. Insofern, als dass es den Blick der Politik auf ein bestimmtes Problem richtet, wenn genug Leute so eine Petition unterstützen. Wenn ihr irgendein Problem habt, kann ich euch nur empfehlen, nutzt dieses Instrument, es kann nicht schaden. Und im Zweifelsfall erhält man einfach noch ein paar Informationen mehr. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.